In diesem Video erkläre ich dir, was ein Modell ist und was der Unterschied zwischen einem mathematischen und einem statistischen Modell ist. Nun, wenn wir die Realität modellieren wollen, machen wir dazu ein Modell. Das Modell ist aber kein Spiegelbild der Realität, sondern es vereinfacht die Realität. Ein Modell ist eine Formulierung von allgemeinen Gesetzesmäßigkeiten. Es versucht, die soziale Komplexität auf das Wesentliche zu reduzieren. Ein Beispiel von einem Modell, das nichts mit Politikwissenschaften zu tun hat, wenn wir zum Beispiel eine Modelleisenbahn haben, dann wird dort zum Beispiel das Äußere des Zuges möglichst exakt abgebildet. Im Inneren hat es aber nicht die Sitzreihen und so wie im richtigen Zug. Oder auch wie das Ganze, es hat keinen Bildschirm drinnen, weil das alles nicht relevant ist für die Modelleisenbahn. Es wird nur das Relevante abgebildet, das Wesentliche. Und genau das Gleiche ist auch bei einem Modell in Sozialwissenschaften der Fall, in anderen Wissenschaften. Ein Modell versucht sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Dabei gilt das Prinzip der Parsimonität. Die Parsimonität ist die Sparsamkeitsregel. Wir bevorzugen ein Modell mit weniger erklärenden Faktoren, aber gleichem Erklärungsgehalt. Wenn wir von Modellen reden, unterscheiden wir zwischen vier verschiedenen Arten von Modellen. Zum einen Realmodelle, dann ikonische Modelle, Verbalmodelle und Formalmodelle. Der Unterschied ist folgender. Realmodelle ist ein reales Modell, beispielsweise in der Biologie eine Maus, die ein Tiermodell zum Beispiel für Autismus abbildet oder so. Dann ein ikonisches Modell oder auch anschauliches Modell genannt, ist zum Beispiel das Beispiel mit der Modelleisenbahn. Die Modelleisenbahn ist ein anschauliches Modell, ein sogenanntes ikonisches Modell oder auch eine architektonische Zeichnung. Oder wenn zum Beispiel in der Architektur wird ja häufig dass der ganze Plan voraus modelliert. Es gibt so die weißen Modelle, habt ihr wahrscheinlich auch schon gesehen. Dabei handelt es sich um ein ikonisches Modell. Realmodelle und ikonische Modelle sind hingegen für uns nicht relevant. Was für uns relevant sind, sind die sogenannten Verbalmodelle und Formalmodelle. Verbalmodelle ist ein Modell, das in der natürlichen Sprache beschrieben wird. Wie zum Beispiel ältere Personen nehmen eher an Wahlen teil. Das wäre ein Verbalmodell. Ein Formalmodell ist hingegen ein Modell, das mathematische Grundlagen dahinter hat. Oder auch Computerprogramme. Ist dann formell niedergeschrieben. Durch eine Formel, durch eine mathematische Notation. Bei Formalmodellen unterscheiden wir zwischen statistischen Modellen und mathematischen Modellen. Mathematische Modelle sind sogenannte deterministische Modelle, also exakte Modelle. Zum Beispiel, wenn x, dann y. Wenn wir zum Beispiel sagen würden, ein Beispiel wäre, Männer werden nicht schwanger. Das ist deterministisch, ist immer der Fall. Ein Mann kann biologisch gesehen nicht schwanger werden. Das wäre dann ein mathematisches Modell. Wir hingegen arbeiten in der Regel mit statistischen Modellen oder auch stochastische Modelle genannt. Dabei gehen wir von einem probabilistischen Fall aus, zum Beispiel ältere Personen nehmen eher an Wahlen teil. Das heißt aber nicht, dass alle Personen, die älter sind, an Wahlen teilnehmen und jüngere nicht, sondern die Wahrscheinlichkeit steigt. Das heißt, wir haben dort auch einen sogenannten Fehlerterm, sogenannte stochastische Teil. Sagen wir beispielsweise, ja, wenn wir jetzt als abhängige Variable hätten, wie jemand auf der Links-Rechts-Achse ist, können wir zum Beispiel feststellen, dass ältere Leute tendenziell eher rechter sind. Dann sagt vielleicht unser Modell voraus, dass eine 64-jährige Person auf der Links-Rechts-Achse einen Wert von 6,7 hat. Jetzt haben wir aber ein spezifisches Individuum, das genau 64 ist, hat aber keinen Wert von 6,7, sondern vielleicht einen Wert von 3. Dann haben wir einen Fehlerterm, sogenannte stochastische Teil. Statistische Modelle sind empirisch. Also mit generierten Daten. Die generierten Daten können durch Messungen entstanden sein, aber auch zum Beispiel durch Umfragen oder so. Also wenn jetzt beispielsweise untersuchen wollten, wie wahrscheinlich ist, dass jemand an Wahlen teilgenommen hat, dann können wir das untersuchen, indem wir eine Umfrage machen und die Leute fragen, hast du teilgenommen oder nicht? Ja, nein.
Wir können aber auch die Stimmregisterdaten anschauen, wo wir sehen, die Person hat teilgenommen, die Person hat nicht teilgenommen. Es gibt zum Beispiel in der Stadt St. Gallen. Für gewisse Untersuchungen kriegt man die teilweise auch als Forscher. Oder Genf hat auch Stimmregisterdaten. Unter speziellen statistischen Modellen ist, dass sie Zufallsvariablen enthalten und wie schon gesagt dadurch Fehlerterme oder auch Störterme genannt enthalten.